Ja, wir kommen jetzt von dieser Betrachtung der Top-Down-Kontrolle durch planktivore Fische zu einer eher Ökosystembetrachtung. Und hier betrachtet der Gliwice zwei Seen, die sich eigentlich sehr ähneln. Also sie liegen auf etwa 1400, 1500 Meter Höhe. Sie sind also nicht sehr groß. Sie sind relativ tief. Die Sichttiefe ist auch sehr ähnlich. Und auch die Nahrungsqualität ist nicht sehr unterschiedlich. Wenn man sich aber jetzt die Zusammensetzung des Zooplanktons anschaut, dann sieht man, dass der Morske Oko See, da gibt es einen planktivoren Fisch, da ist das Zooplankton also ganz, ganz anders wie im Tschadni See, wo also keine Fische vorkommen. Sie sehen, es ist im Morske Oko See ist es ja, höhere Diversität. Es gibt sehr, sehr viele kleine Arten. Sie sind alle hier aufgezählt, also kleine Daphnen, kleine vier weitere Cladoceren, dann Bosmina ist sehr häufig, das Holopedium gimberum ist da und drei Rädertiere. Eines davon ist wieder häufig, das Jasplankner. Im fischlosen Tschadnisee gibt es nur große Daphnen. Und beide Seen ist ein Kopepode da, dieser Cyclops abyssorum tantricus, der uns noch ein paar Mal begegnen wird. Und der ist ein bisschen häufiger als im Morske Oko See. Das heißt, Sie sehen gleich auf den ersten Blick, hier ist also das Nahrungsnetz komplett unterschiedlich. Und wenn Sie sich an das erinnern, was wir vorhin gesagt haben, große Daphnen können natürlich Beutedichten besser ausnutzen als kleine. Das heißt, wir können erwarten, dass also dieser See wahrscheinlich eher klarer ausschaut als der andere, weil große Daphnen eben effizienter sind im Filtrieren von Phytoplankton. Ja, zur Erinnerung noch eine Entwicklungsgeschichte. Auch typische piscivore Fische, also Fische, die Fische fressen, wie zum Beispiel der Hecht, sind in einer bestimmten Entwicklungsphase alle planktivor. Das heißt also, Jungfische fressen also praktisch alle irgendwann einmal Zooplankton. Nur zur Erinnerung. Und hier noch eine Grafik aus dem Lehrbuch von Sommer. Da sieht man also die Nahrungsselektivität von Daphnia magna. Das ist also die größte Daphne, die wir hier kennen. Und wenn hier der Wert bei 0,5 liegt, dann heißt es, diese Organismen werden weder positiv noch negativ selektiert. Rechts sieht man dann einigermaßen skaliert dargestellt die Größe der Phytoplankton und man sieht, dass kleine Phytoplankton hier positiv selektiert werden. Während größere und vor allem die fädigen Formen, die Kolonieformen, die galertartigen Formen negativ selektiert werden. Das heißt, auch das Zooplankton hat also da herrscht ein ähnlicher Mechanismus wie bei den Fischen, was als bessere und wertvollere Nahrung angesehen wird. Ja, und wenn wir das jetzt auf die Betrachtung Seen, Nährstoffe, Chlorophyll übertragen, dann haben wir also meistens diese Art der Präsentation. Wir haben also hier den limitierenden Nährstoff auf der X-Achse, das sind 5, 10, 50, 100 Mikrogramm Phosphor pro Liter und auf der Y-Achse die entsprechende Biomasse an Phytoplankton. Und hier wird eben nicht die Phytoplankton-Biomasse aufgetragen, die ist relativ schwierig zu messen, sondern man nimmt als Surrogat dafür eine Chlorophyll-Konzentration wieder in Mikrogramm pro Liter. Und da gibt es, wenn man das über viele, viele Seen macht, eine ganz bestimmte Beziehung. Das ist doppelt logarithmisch aufgetragen, die sieht so aus. Und da fällt aber auf, dass einige Seen hier doch aus dieser Regressionsgeraden ganz deutlich rausfallen. Und zwar sind das drei Reservoire in Tschechien, wo die Dichte planktivorer Fische sehr niedrig ist. Das heißt, hier kann also Daphnia sehr gut gedeihen, vor allem auch dann größere Daphnien. Und diese größeren Daphnien sind sehr effiziente Filtrierer.
die filtrieren also Phytoplankton aus dem Wasser heraus. Das heißt, diese Gerade, die wir für andere Seen haben, weicht hier also ganz deutlich ab. Und das war dann der Ansatz dazu, zu überlegen, können wir Seensanierung, also können wir auch weniger Phytoplankton-Biomasse, weniger Chlorophyll haben, bei gleich hoher Konzentration an Nährstoffen, an Phosphor. Wenn wir also diese planktivoren Fische selektiv herausholen würden, könnten wir also einen Vorteil für filtrierende Daphnien erzeugen und dadurch würde also die Wasserqualität, die sichtbare Wasserqualität also besser werden. Das ist ein Ansatz, der lange verfolgt wurde und zum Teil immer noch verwendet wird, aber der natürlich gewisse Limits hat und das sehen wir hier auf der letzten Darstellung, wo beide Dinge zusammenkommen. Wir haben also hier über mehrere Jahre verteilt die biszivoren Fische ganz oben, das wären also die räuberischen Fische, die andere Fische fressen. Dann hätten wir die planktivoren Fische, das heißt die Fische, die vom Zooplankton leben. Dann kommt das Zooplankton, dann die Algenbiomasse und unten die Nährstoffkonzentration. Und man sieht, dass es oben, sagen wir mal, bis zum Zooplankton relativ gut funktioniert, in dem Sinn, dass wir eine Top-Down-Kontrolle haben. Wenn die fischfressenden Fische aussterben, erholen sich also die planktivoren Fische. Die planktivoren Fische reduzieren dann das Zooplankton. Das Zooplankton sollte dann das Phytoplankton reduzieren, da stimmt es dann nicht mehr. Und von unten haben wir eben, und das läuft beim Zooplankton zusammen, deshalb ist diese Grafik wirklich sehr aussagekräftig. Wir haben hier, man sieht hier, dass sowohl die Bottom-up-Kontrolle, also Nährstoffe, Phytoplankton bestimmen die Menge an Zooplankton, als auch die Top-Down-Kontrolle in einem gewissen Ausmaß funktionieren, aber keine dieser beiden Kontrollmechanismen, keiner dieser Kontrollmechanismen ist exklusiv. Danke.